Schönen guten Tag, herzlich willkommen zum zweiten Teil der Aufzeichnung des Online-Seminars am 20. Mai 2020. Wir knüpfen direkt an die letzte Aussage an, die da lautete: Mit kaltem Wasser stärken wir unsere Immunabwehr. Gut, dann schauen wir doch mal. Es gibt nämlich inzwischen eine ganze Reihe Leute, die das wirklich intensiv praktizieren und nicht nur mit der kalten Dusche zu Hause im Badezimmer. Viel Spaß beim Zuhören und Zuschauen. Und ich habe einen Freund, Sigurd Ehlert, der geht in jeden Fluss. Inzwischen hat Sigurd Ehlert zusammen mit seiner Kameradin Reuter eine Website aufgemacht, wo die beiden berichten, wo in Deutschland sie überall schwimmen. Das geht also über viele Stunden, beispielsweise die Weser herab. Da wird der Rhein bei Köln gequert. Und da geht man nach Kroatien und schwimmt in wilden Flüssen. Und es wird sehr ausführlich beschrieben, was der menschliche Körper aushält, was sogar gut für ihn ist, welche Kalorien sie brauchen, wie weit der Körper abgekühlt werden darf und so weiter und so fort. Aus meiner Sicht ist das auch besonders interessant, denn manche Jahre dachten wir doch, wir könnten eigentlich in unseren einheimischen Gewässern kaum noch schwimmen, weil sie so dreckig sind. Aber mittlerweile sind viele Gewässer wieder sauberer geworden. Und das Wildschwimmen ist ein Hinweis darauf, eine Aufforderung an die Behörden zum Beispiel auch, dafür zu sorgen, dass die Flüsse wieder kristallsauber werden. So wie das zum Beispiel gebietsweise in der Schweiz der Fall ist. In der Schweiz könnt ihr mal nachgucken, da schwimmen die Leute die Aare runter, die gehen morgens mit dem Bus zur Arbeit, haben einen kleinen wasserdichten Rucksack dabei und wenn die Arbeit vorbei ist, dann gehen sie irgendwo an der Brücke runter an die Aare und schwimmen nach Hause. In einem Alpenfluss ist es kalt, ja, da schwimmen gleich mehrere. Kaltes Wasser ist sehr wichtig. Ein wunderschönes Buch von Galina Schatalova aus Russland, ich weiß nicht, ob die Dame noch lebt, wenn, dann ist sie schon sehr betagt, schreibt auch: Übergieß dich mit Eiswasser. Ja? Ja, und ich möchte auch gleich auf zwei weitere Bücher dieser Autorin hinweisen, über heilkräftige Ernährung und über die Philosophie der Nahrung, außerordentlich wertvoll meines Erachtens, was uns diese Frau zu sagen hat. Sehr gutes, sauberes Wasser spielt in unserem Leben eine absolut zentrale, grundlegende Rolle. Und deswegen möchte ich empfehlen, gelegentlich auch selbst Trinkwasserquellen aufzusuchen. Auf Wanderungen, aber auch auf Fahrten, die man unternimmt, ist es gut, sich selbst mit dem Wasser einzudecken, welches direkt aus dem Boden kommt, was gar nicht lange durch irgendwelche Plastikleitungen noch geführt wurde. Und dazu gibt es zum Beispiel den Wasserquellenatlas. So, das nächste ist Wasser selbst. Wir trinken sehr viel. Also ich stehe übrigens gerne nachts auf, um mir die Sterne anzugucken. Und dann trinke ich immer wieder frisches Quellwasser. Achtet darauf, dass ihr Quellwasser habt und dass euer Wasser aus Glasflaschen kommt, aus Glasbehältnissen. In vielen Südländern, aber zum Beispiel auch dort, wo ich manchmal in Südamerika bin, da holen sich die Leute Trinkwasser, weil es gar kein gutes Trinkwasser aus der Leitung gibt. Das ist alles mit Chlor versetzt und alles Mögliche. In den USA ist noch anderes drin, wie ich mir habe sagen lassen. Die haben das dann aus Plastikflaschen. Achtet darauf, dass euer Wasser nicht aus Plastik kommt. Ihr müsst es sonst noch stärker segnen als sonst was. Und das Wasser soll von selbst kommen. Tiefenwasser, das aus der Tiefe hochgepumpt wird, ist nicht das Wasser, was der menschliche Körper wirklich braucht. Sehr gutes Trinkwasser. Kristallklares Wasser. Wenn man trinken will, dann will man nur Trinkwasser haben. Und wenn ihr auch noch einen kleinen Genuss haben wollt, dann legt euch eine schöne Pflanze. Ich habe jetzt hier zum Beispiel mal eine Wucherblume mitgebracht, die Blüte.
Die kann man auch ohne weiteres essen. Die wird mich jetzt hier beim Vortrag nicht stören, weil ich die hier oben unter der Lefze liegen habe. Die kann jetzt da eluiert werden. Ich kann ja noch, Symmetrie ist immer gut, da drüben reintun. So, jetzt kann ich wieder reden. Jetzt wird durch meinen Speichel das eluiert. Und über das Wasser sprechen zum Beispiel die Chinesen eine interessante Sprache. Die sagen nämlich, ihr könnt jeden Morgen euer Himmelswasser im Mund erzeugen. Natürlich habt ihr auch Quellwasser. Und wenn ihr jetzt euer Himmelswasser erzeugen wollt, das können wir jetzt alle mal eben vormachen, dann nehmt einfach euren Mund her, werdet euch diesen Mund bewusst und die Chinesen sagen dann, lächle mal deinem Mund zu. Und dann fängst du von links unten an, gehst nach rechts rüber und massierst mit der Zunge das außenliegende Zahnfleisch und nachher das innenliegende Zahnfleisch und dann die Zähne oben, die Kronen und dann noch die Zahnhälse. Und dann machst du dasselbe hier oben auch. Wenn du jetzt ständig, das kann ich jetzt hier gar nicht so direkt selbst machen, ständig mehr Zunge über die Zähne fährst, wirst du merken, hier sammelt sich richtig viel Speichel. Drin behalten. Der Speichel bleibt drin. Mach das ruhig mal eine Zeit lang, während ich hier so erzähle. Das nennen die Leute Himmelswasser. Zunächst ist es einfach nur Speichel. Ist ja ganz klar. Was machen wir denn jetzt? Auf der Zunge gibt es natürlich auch eine ganze Reihe von Meridiane, Akupunkturpunkte, auch innen drin in der Mundhöhle. Also wir aktivieren da einiges. Aber wir wecken auch sozusagen unser Zahnfleisch auf. Das ist viel besser, als wenn ich das mit einer alten Zahnbürste aus Plastikborsten mache. Ich merke überhaupt erst mal, wo komme ich denn überhaupt überall in der Zunge hin? So, jetzt habt ihr hoffentlich den Mund voll. Nicht die Schnauze. Den Mund voll. Und jetzt? Machst du einfach so, ja? Und stellst dir vor, könnt ihr auch mal eben nach oben gucken, ob der Himmel noch da ist. Und dann stellt ihr euch vor, da oben ist, ganz egal, was oben drüber ist, eine Sonne. Ganz egal, was da für Wolken sind. Die Wolken noch nicht bewerten. Dankbar sein, oben drüber ist die Sonne, tagsüber. Und jetzt lässt du dieses Licht zu deinem Mund kommen und gibst ihm dein gedankliches Lächeln dazu. Ist das nicht ein unglaublich hübsches Gefühl? Das sammelt sich jetzt, das Licht der Sonne sammelt sich in deiner Vorstellung in der Mundhöhle zusammen mit dem Speichel. Du lächelst zu und da kann man ja dann eigentlich nur dankbar sein. Also du bist jetzt garantiert nicht sauer. Na, auf gar keinen Fall. Du bist einfach fröhlich. Das geht. So, das heißt, du machst jetzt aus all dem Speichel, den du hier gesammelt hast, eine himmlische Suppe. Himmelswasser. Und jetzt, noch nicht geschluckt habend, jetzt darfst du den in drei einzelnen Schlucken runtertun. Ja, manchmal fällt es nicht leicht. Dann ist halt zum Schluss nicht mehr viel drin. Das kann man ja üben. Und jetzt stellst du dir vor, ja, dieses Himmelswasser, das läuft doch jetzt die Speiseröhre runter. Das kommt da in den Magen. Und kann man sich jetzt vorstellen, wie das von dem Magen aus in alle Richtungen wirkt? So bestimmte Verwandte, die sagen, sag mal, Bernd, du hast aber eine lebhafte Einbildung, gell? Das ist doch alles Unsinn. Na, das ist natürlich keine Unsinn. Das gibst du ja deinem Körper mit. Dein Körper hört ja, dein Körper fühlt ja. So, das heißt, wir geben dieses Sonnenlicht, wir gehen aber auch im Grunde genommen diese Dankbarkeit dafür, dass das Sonnenlicht da ist, was ja eine Form von Liebe ist, hier unten rein. Ja, wir spüren auch, was denn eigentlich ein Gedanke ist. Ein Gedanke ist, dass ich irgendwie für etwas danke. Das ist mir deutlich geworden, als mal einer sagte, hör doch mal mit deinem Gedanke auf. Weil ich immer gesagt habe, danke, vielen Dank, dass du was sagst, dummes Zeug. Ein Gedanke ist Danke. So, und wir haben gute Gedanken und die geben wir in unseren Körper. Himmelswasser.
Das heißt, wir können dafür sorgen, dass wir uns, bevor wir längst irgendwas frühstücken, das sollte ja nicht gleich um 7 oder um 8 passieren, erst später, das Himmelswasser mitgeben, das Wasser. So, und dann kommt etwas, was uns praktisch das ganze, die ganze Zeit umgibt, ein dritter Punkt. Das war jetzt die Luft und das Wasser. Jetzt kommt drittens, das ist das sogenannte Strahlungsfeld. Naja, gut, da gehört für uns die Sonne, der Mond und die Sterne dazu. Heutzutage gehört WLAN dazu. Also ich muss auch zugeben, ich habe jetzt WLAN an, weil wir das hier noch nicht anders organisiert kriegen. Macht es so oft aus wie möglich. Und nachts, während ihr schlaft, muss WLAN aus sein. Ich besuche oft Leute auf meinen Reisen, meine kleinen, meistens unauffälligen Seminare irgendwo. Und wenn ich dann sage, du dürfen wir das WLAN heute Nacht ausmachen, dann wird mir oft gesagt, Bernd, wieso denn das? Ja, das kann ich dann erklären, aber viele überzeugt das nicht. Also, dass wir heute ein Problem haben mit der spektralen Zusammensetzung des sichtbaren Lichts. So, wir sollen auf unser Strahlungsumfeld achten. Achtet darauf, dass ihr mehrfach am Tag an Orte geht, wo es kein WLAN, natürlich auch kein 5G irgendwann und so weiter gibt. Das wird immer schwieriger derzeit, aber ich denke, damit werden wir noch fertig. Jetzt kommt ein ganz zentrales Thema, der Punkt 4. Darauf bin ich schon kurz eingegangen, wenn meine Eltern zum Beispiel gesagt haben, Bernd, wir machen uns Sorgen um dich. Ich habe dann meinen Eltern gesagt, nach dem, was ich da jetzt erfahren habe, und es gab da mal eine Erfahrung, werde ich alle Sorgen von euch zurückschicken. Richtet einen Dauerauftrag beim Universum ein und schickt Sorgen zurück. Das Einzige, was durch euer mentales Filter geht, sind wertvolle Hinweise. Es wird mir dann gesagt, Bernd, du kannst doch nicht alles negieren. Ich negiere gar nichts. Ich sage nur, ich möchte nicht deine Sorgenfalten oder deine Problemgeschichten damit hören. Das ist deine Wahrnehmung. Mir geht es darum zu wissen. Und dann mache ich mein eigenes Ding daraus. Und wenn ich merke, dass mir etwas in den Bauch fährt oder in den Kopf und ich Angst bekomme, dann muss ich atmen und dann mache ich was anderes. Also unser mentales Feld, das müssen wir täglich reinigen. Es gibt eine sehr interessante Übung, die geht möglicherweise auf Carlos Castaneda zurück. Castaneda geschrieben, Carlos Castaneda. Und er sagt, machen Sie doch einfach mal die Übung, dass sie gucken, wie alt sie sind, und dann machen sie für jedes Jahr eine Zeile und dann schreiben sie mal in jedes Jahr rein, wer bei ihnen im Leben mitgewirkt hat. Also irgendwann ist Mami und Papa das und so weiter und so fort. Ja. Das ändert sich. Es gibt aber dann vielleicht auch Leute, da werden sie sagen, ja, warte mal, das ist ja schon längst tot, aber diese Person ist ja eigentlich täglich bei mir, obwohl die längst tot ist. Also reinigen Sie Ihr geistiges Feld von der Einwirkung personaler Frequenzen. Das gehört absolut zur Immunabwehr. Wenn unser Kopf jetzt dauernd damit beschäftigt ist, mit diesem Onkel Friedrich fertig zu werden, der ständig irgendwelches blödes Zeug erzählt hat, dann unterlagert das alles andere. Da können die Pflanzen so schön sein, wie sie wollen. Ja, seht euch so ein Baumkohlblatt an. Das ist doch einfach ein Genuss, oder? Ein unglaublich schönes Grün und so weiter und so fort. Und dann müssen wir wissen, es gibt in unserer Gesellschaft viele Dinge, die ganz selbstverständlich betrachtet werden. Da werden Sie zum Beispiel gefragt, wie geht es denn deiner Beziehung? Und dann sage ich, tut mir leid, das habe ich nicht. Was ist denn das? Ja, ich habe keine Beziehung. Was ist eine Beziehung? Da ziehen zwei, das ist ja furchtbar. Also kommen Sie mir bitte nicht mit einer Beziehung. Ja, wenn Sie eine Frau oder einen Mann haben,
und Sie wollen mit dem eine Beziehung eingehen, dann lassen Sie es lieber gleich, weil das ist ja Tauziehen. Wer hat denn den Vorrang? Eigenständig stehen, kooperieren, eigenständig sein, wo sich die Ideen überlappen, da gibt es die gemeinsame Menge. Keine Kontrolle über den anderen. Wenn ich jemand anderen kontrollieren muss, ist das schon vorbei. Ich kann dazu sagen, ich rede aus Erfahrung und jeder von uns weiß, was damit gemeint ist. Die Eigenständigkeit, das absolut Individuum, das ist wie ein Punkt. Und um diesen Punkt herum gibt es einen Kreis. Und wenn ich diesen Kreis richtig gut ausgestalte und ihn dann sogar zu einer Kugel mache und zum Beispiel mit der Lehre des Qigong etwa daran denke, ja, in dieser Kugel muss doch räumlich das Yin-Yang drin sein, also auch die Höhen und Tiefen meines Ich, dann weiß ich, dass ich in eine Gemeinschaft eintreten kann, je besser meine Kugel in sich austariert ist. Da wir alle lernen, müssen wir so und so viele Erfahrungen machen, bis das besser wird. Also du kannst nicht 150%ig anfangen, du musst dir deine 20, 30, 50 oder 100% erarbeiten. Und da der liebe Gott auch nicht vollständig ist, sonst wären wir nicht da, würde ich mal ganz frech vermuten, müssen wir uns keine Sorgen machen. Aber sei du bitte deine Kugel. Ich kann nur von dir lernen, wenn du deine Kugel bist, mit Yin und Yang. Dann können wir einander aufbauen. Nicht, wenn du mir sagst, Bernd, ich brauche deine Energie, oder Elfriede, du musst mir deine Energie geben. So geht das. Mantak Chia ist ein wunderbarer Lehrer. Ich habe gerade vorhin im Facebook einen kleinen Post gemacht zu den 6 heilenden Lauten, die Mantak Chia da mit unglaublicher Inbrunst vorträgt. Der beschreibt das unglaublich gut, wie Menschen aufeinander einwirken und sich aufbauen. Und jetzt kommt was ganz Drastisches. Das habe ich weder im Kindergarten, noch in der Schule, noch auf der Universität gelernt. Wie Menschen mit sowas fertig werden, lernen wir nur ganz bestimmt. Also unser mentales Feld auch immer wieder reinigen. Und jetzt stellen wir uns einfach mal Folgendes vor, wir begegnen wieder einem jener Urmenschen. Und wir sagen, sag mal, du, wie ist denn dein mentales Umfeld? Dann guckt er wieder und sagt, hör mal, lass uns mal wandern. Ja? Ah, jetzt weiß ich, was du meinst. Und plötzlich ist der still. Dann sage ich, warum bist denn du so still? Und sage, ah ja, du kannst mich ja nicht verstehen. Ich will darauf hinaus, wenn unser mentales Feld nicht richtig optimal ausgestaltet ist, dann nehmen wir vieles aus der Umwelt nicht wahr. Gute Dinge nicht unbedingt gut. Schlechte Dinge nicht unbedingt schlecht. Alle hat einen Sinn, alle ist vorbestimmt. Nur anpassen. Gute Dinge kommen nicht dagegen, schlechte Dinge kommen nicht dagegen. Gute Dinge, wenn nicht weshalb. Wenn so, ist man frei. Nicht von Dingen gesperrt, festgehalten, sondern die Dinge, ich spiele die Dinge und nicht Dinge, ich spiele. Und in Mitteleuropa haben wir zum Teil aus dem Christentum ganz tolle Dinge gemacht. Wir haben Gottvertrauen daraus geschöpft. Und mir sind tatsächlich, das finde ich beachtlich, vor allem in den Alpen Leute begegnet, ältere, die hatten Gottvertrauen. Die konnten nichts aus der Ruhe bringen. Gar nichts. Gar nichts. Und wann immer ihr merkt, mich bringt was aus der Ruhe, also möglicherweise auch die jetzige Situation, dann gehen wir darauf, dass wir vielleicht unser mentales Feld einfach mal reinigen. So, ich habe jetzt hier eine Aufzeichnung von bisher
44 Minuten. Ich möchte jetzt noch drei weitere Aspekte besprechen, und zwar das Bewegungsumfeld. Dann könnt ihr eine Einspielung zu Duftigung 1 anschauen. Die ist jetzt erstmal nur für unseren Kurs. Und bei Gelegenheit würde ich dieses Duftigung 1 kommentieren. Im Kommentar dazu sage ich, noch nicht mal um Verzeihung bittend, sondern einfach beschreibend, wisst ihr, es ist bei mir noch immer nicht so, dass ich jede Bewegung richtig mache. Und mein Meister Zhang Xiaoping hat mal gesagt, wisst ihr, ihr könnt eigentlich diese asiatische Bewegungskunst auch gar nie wirklich hundertprozentig machen. Doch es gibt Ausnahmen. Aber ihr braucht lange. Ihr könnt einfach den kulturellen Hintergrund, den könnt ihr niemals inhalieren. Das geht einfach nicht. Und die Chinesen machen so ganz bestimmte Übungen, ja? Seit ein paar tausend Jahren. Wie will ich denn diesen Hintergrund ersetzen? Und was ist denn mit Ötzi passiert, der uns aller Wahrscheinlichkeit nach Akupunkturmerkmale an seinem Körper überliefert hat? Daran hat er damals bestimmt nicht gedacht. Welche Traditionen sind möglicherweise in Europa einfach dadurch verschwunden, dass eine Kultur nach der anderen die Dinge auslöschte? Jede Art von Trauer, jede Art von Ärger, nehmt sie raus. Es ist wichtig. Auf dieser Erde gibt es nichts, was nicht dient. Man lese möglicherweise bei Goethes Faust nach, was da möglicherweise dahinter steckt. Also wir haben auch im europäischen Raum unglaublich schöne Sachen. Auch dann, was aus Europa herausgekommen ist. Und manche Chinesen sind ja auch mit bewundernder Stimme für die Kultur, wie die wir aufgebaut haben. So, wenn die verschiedenen Kulturen sich ergänzen und wir endlich mal bestimmte Afrikaner oder Australier oder Tasmanier oder Amerikaner wirklich ernst nehmen, dann merken wir, dass wir eine riesen Menschengemeinschaft sind, die wir uns aufbauen. Und für uns gehört einfach das Bewegungsumfeld dazu. Schau mal, wenn ich hier so einen Arm habe, dann wisst ihr, dass anatomisch da hinten ein Schulterblatt sitzt und dass dieser Arm, die Physiotherapeuten machen das mit uns, der ist sowas von beweglich. Ich kann dann möglicherweise auch mich am Baum hochziehen und so weiter und so fort. Wir sind einfach kletternde Affen, bis heute. Aber wir vernachlässigen den Schultergürtel. Und viele Leute haben hier Bewegungsmangel. Hier oben, der Nacken ist einfach dicht. Ah, oh, das tut weh. Oh Gott, ja, wo habe ich denn da hingedrückt? Ja, verstehst? So, und dann haben wir natürlich unsere Beine. Und der Bernd hat zum Beispiel mal eine Zeit lang kartiert. Seit 1970 bis 1982 habe ich ziemlich viel kartiert, in Mooren Tiere und Pflanzen untersucht. Und dann habe ich mir gedacht, naja, ich bin ja eigentlich wie so eine Art vierradgetriebenes Fahrzeug und laufe mit schweren Schuhen und habe mir dann tatsächlich am linken Bein mein Knie beschädigt. Das habe ich dann irgendwann gemerkt. Und jetzt bin ich schon seit Jahren dabei, mein Knie mit bestimmten Qigong-Übungen immer wieder zu reinigen. Das können wir nächstens zusammen machen. Keine Angst, nicht gleich zum Doktor. Knieoperation, ein ganz heißes Thema. Versuche den Schmerz mit Qigong rauszuziehen. Aus dem Kopf. Und dann sagen die Qigong-Leute, was ich einfach wunderbar finde. Mache nichts zu lang. Man kann das nachlesen. Wenn du zu lange liegst, schwächt es das Qi in bestimmten Organen. Wenn du zu lange läufst, schwächt es das Qi in deine Knochen. Oder in deinen Gelenken. Und da denke ich jetzt zum Beispiel dran ans Wandern in den Alpen mit irgendwelchen Wanderkarten. Da steht dann,
Nehmen Sie dieses Schmerzmittel, dann können Sie weiter wandern. Und das darf nicht sein. Bitte achten wir darauf, die chemische Reinheit unserer Umgebung. Viele Menschen, seht in euren Kühlschrank, haben das im Kühlschrank liegen. Schmerzmittel, ihr könnt alles nennen. Die meisten Leute haben Aspirin zu Hause. Ich habe noch nie ein Aspirin genommen. Ja, ich habe früher mal so ein Zitronen. Ach ja, Vivimed hat mir meine Mutter früher mal gegeben, weil ich manchmal im Sommer rasende Kopfschmerzen hatte. Ich bin mit Zecken aufgewachsen. Keiner hat das erkannt damals. Aber das Vivimed hat überhaupt nicht geholfen. Also bitte lasst keine Kunstchemie an euch heran, solange es nur irgend geht. Und bitte, dann bildet euch eure eigene Auffassung. Unser Bewegungsumfeld, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Alpenwanderung mache, bin mit einem wunderbaren Freund vor Jahren durch den Nationalpark Berchtesgaden gewandert. Wir sind jeden Tag 6 bis 7 Stunden gelaufen. Haben immer wieder Pause gemacht, sind wieder gelaufen. Während ich nach einem 10-stündigen Flug meine Gelenke höre, Achtung, habe ich nach diesen 3 bis 4 Tagen Wandern in Berchtesgaden nichts in meinen Gelenken gehört. Die waren kristallsauber, offenbar. Das heißt, wir müssen das Zeug benutzen und wir müssen das natürlich, wir müssen übrigens gar nichts, aber wir steigern das langsam. Ganz wichtig, ja. Und wir setzen uns niemals sagen, ich muss das so gut können wie der Sebastian oder wie der Ottfried oder wie die Katrin. Das Bewegungsumfeld. Von Natur aus sind wir Menschen Läufer und wir laufen auch unter Umständen zeitweilig relativ schnell. Und wir sind aber auch Kletterer. Und wenn wir jetzt einen 8-Stunden-Tag im Büro haben, dann fehlt uns das Kletterseil. Dann fehlt uns die Klettertreppe, wie sie früher in der Turnhalle hing. Vielen achtet mal darauf, dass ihr eure Bewegung einfach gemütlich entfaltet. Langsam. Und dann auch mal ganz schnell. Also auch mal ganz schnell mit euch wackeln. Aber langsam. Ja? So wie der Wim Hof zum Beispiel auch sagt, ey Leute, wenn ihr jetzt diese Art von Atmung macht, dann macht die nicht gleich einfach nur im Stehen oder im Laufen. Da gibt es auch Videos, die zeigen das möglicherweise als Anfänger dir dann gleich, dass du sowas machst beim Stehen. Da könnte es sein, dass du umfällst, weil das viel zu stark rangeht. Ja? Also geht mit euch sorgsam um, langsam. Und dann kommt das Nahrungsumfeld. Und da setzen wir immer in. Sag mir doch mal bitte, was ich alles nehmen soll. Und da hat jetzt der Dr. Dahlke, hat er neulich einen kleinen Film auf Instagram gebracht, wo er auf alle möglichen Mittelchen eingeht, die wir uns geben können. Ich bin jetzt beim Nahrungsfeld oder beim Stofffeld. Das ist der Punkt 6. Das Nahrungsfeld sollte so naturnah wie möglich zusammengesetzt sein. Und dann gehört da in erster Linie kein Kohl dazu, sei denn, ich finde den auf Helgoland als Wildkohl an der Steilküste. Zum Nahrungsumfeld gehören die Pflanzen, die mir draußen begegnen, die ich sammeln kann, an denen ich riechen kann, die ich langsam schmecke. Zum Nahrungsumfeld gehört dann, was ich daraus züchte. Und wann immer ich es züchte, muss ich wissen, ich verändere die Inhaltsstoffe. Also wenn ich das recht erinnere, die Mohrrübe zum Beispiel hat ein Grün, welches bei der Zuchtmohrrübe nicht mehr so gesund ist wie bei der Wildmohrrübe. Es ist eher umgekehrt. Mit der Wildmohrrübe kann ich fast gar nichts anfangen. Das liegt aber nur daran, dass wir so verwöhnt sind. Aber so viel Carotin ist natürlich toll und überhaupt sind diese ganzen Gelbstoffe gut. Ich habe jetzt noch immer übrigens diese Wucherblumen da im Mund. Ich tue jetzt mal in die untere Lefze auch. Ich werde ja auch gleich draußen körperlich arbeiten. Und es ist bei mir immer so, wenn ich ein paar Minuten oder 20 Minuten draußen körperlich gearbeitet habe, dann habe ich ein bisschen Spinat und der ist dann weg. Zu unserem Nahrungsumfeld gehören eigentlich keine isolierten Stoffe.
wenn jetzt mein mentales Feld von Angst und Sorgen beeinflusst ist, ja, wie will ich denn dann sogar aus einem isolierten Nahrungsergänzungsmittel irgendwas nehmen? Aber Herr Doktor, ich habe doch immer Vitamin D3 zugenommen. Ja, das kannst du vergessen. Wenn du dauernd traurig, ängstlich oder sonst, oder wütend. Ja, das geht nicht. Und deswegen empfehle ich euch, seid doch immer mal wütend. Es gibt einen Film von einem Kung-Fu-Meister irgendwo in China, der erzählt, dass er sich irgendwann einen Laternenpfahl gekauft hat. Ich habe sowas hier nicht. Der ist aus Metall. Den hat er sich in die Wohnung gestellt und dann haut er da an diesen Laternenpfahl. Ja? Immer mit der Handkante. Ihr könnt auch mit der Handkante auf euren Arm hauen. Gebt euch die Handkante. Aktiviert die Handkante oder die Handwurzel. Oh, das tut, wenn es weh tut, ja, dann mach es langsam. Du baust langsam auf. Das muss auch auf dem Kopf sein. Das heißt, klopfen. Damit bin ich übrigens nebenbei auch bei den Meridian-Energietechniken. Darauf werden wir auch noch eigens kommen. Vor vielen Jahren habe ich das durch einen Yell-Tag aus Süddeutschland kennengelernt. Wir haben dann auch gleich ein Buch über Meridian-Energietechniken uns zugelegt. Und in Bad Homburg zum Beispiel sitzt ein Pärchen. Die geben wunderschöne Kurse zu Klopftechnik. Also das gehört einfach dazu, dass man dieses Klopfen macht. Und wir bestehen aus lauter Punkten, Linien. Wir sind einfach ein wundervoller Körper. So, und dann gab es in Freiburg mal einen Professor, der hat gesagt, wenn Sie bei mir ein Referat halten, Sie dürfen über alles sprechen, nur nicht über eine Stunde. Und das hat jetzt 57 Minuten und 20 Sekunden gedauert nach meiner Zählung. Damit möchte ich an dieser Stelle einfach mal beenden. Und selbstverständlich ist dieser Vortrag die Einleitung gewesen.